Stephanie Boyd eroberte das Internet, nachdem sie Bilder von Megan und Morgan Boyd auf Instagram gepostet hatte. Und alle verliebten sich sofort in die True Blue Twins, als sie 4 Jahre alt waren. Ihre Mutter begann, Bilder von ihnen zu verbreiten und gab ihnen den Spitznamen True Blue Twins. Ich kann nicht genug von ihrem Instagram-Konto bekommen, das derzeit über 720.000 Follower hat. Schauen wir uns einige ihrer Bilder an. Megan und Morgan Boyd wurden am 6. Juni 2011 geboren und sind Zwillinge. Ihre Mutter erkannte sofort etwas Außergewöhnliches an ihren kleinen Engeln, die Augen des Mädchens sind ihr Erkennungsmerkmal. Stephanie vergoss Freudentränen und war überglücklich und verzückt bei der Aussicht, die besten Eltern von Megan und Morgan zu werden. Eltern lassen sich oft kreative Namen für ihre Kinder einfallen. Stephanie hätte sich den Namen Boyd Sisters ausdenken können, aber das war nicht der Fall. Nicht wirklich originell, sie wollte ihnen einen unverwechselbaren Spitznamen geben. Nach einer Weile kam sie auf den Spitznamen True Blue Twins und begann damit, sich auf ihre Mädchen zu beziehen. Infolgedessen blieb der Spitzname hängen und der Rest ist Geschichte. Stephanie begann, wie andere frisch gebackene Mütter, viele Fotos ihrer entzückenden Kinder in den sozialen Medien für ihre Familie und Freunde zu posten. Die atemberaubenden echten blauen Zwillinge begeisterten alle, und ihre markanten blauen Augen machten sie sofort erkennbar. Überraschenderweise begann die Zahl der Likes und Follower aufgrund von Megan und Morgan zu steigen. Wunderschöne blaue Augen, jeder ist immer wieder erstaunt, wenn er Bilder sieht oder ihnen begegnet. Auf diesem Foto kann man erkennen, wie strahlend Morgans Augen sind und wie kühn Megans Augen sind. Es wäre interessant zu beobachten, ob ihre Augenfarbe ihr ganzes Leben lang leuchtend blau bleibt oder je nach Alter variieren kann. Wenn sie jemals Zwillinge im wirklichen Leben gesehen haben, insbesondere in der Schule, ist ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass sie sich oft in ähnlichen Outfits kleiden. Bei den echten blauen Zwillingen ist das nicht anders. Stephanie kauft gerne verschiedene Kleidungsstücke für ihre kleinen Engel und kleidet sie in die süßesten passenden Outfits. Stephanie hat eindeutig ein Gespür für Mode, wie ihre Instagram-Bilder beweisen. Die Zwillinge sind schließlich immer perfekt gekleidet. Die meisten Leute denken, dass Afroamerikaner mit blauen Augen farbige Kontaktlinsen tragen. In diesem Fall ist es jedoch anders. Aufgrund eines seltenen Gens werden manche Schwarze mit blauen Augen geboren. Auch Stephanie hat blaue Augen, die völlig natürlich sind, und sie trägt keine farbigen Linsen. Stephanie ist eine stolze Mutter, die dafür sorgt, dass ihre Töchter gut aussehen und sich gut fühlen. Dieser Ansatz unterscheidet eineiige Zwillingsschwestern durch ein Merkmal, das sie zu 100% identifizierbar macht. Die echten blauen Zwillinge haben bereits eine ungewöhnliche Augenfarbe, aber Morgans Augen machen sie noch bemerkenswerter, da sie an einer seltenen Krankheit namens Heterochromie leidet. Viele Menschen bleiben stehen, um sie zu bewundern. Morgan wurde mit der Heterochromie-Iridium-Störung geboren, die dazu führen
kann, dass die Augen unterschiedliche Farben haben. Diese Krankheit ist ungewöhnlich und beeinträchtigt nicht das Sehvermögen. Historiker gehen davon aus, dass sogar Alexander der Große an dieser Krankheit litt. Man könnte vermuten, dass Morgans einzigartige Krankheit es ihr schwer machen würde, ein Model zu werden, aber tatsächlich könnte ihr Zustand dazu beitragen, dass sie sich von anderen unterscheidet und ihre Modelkarriere nicht behindert. Mila Kunis, Simon Pegg, Kate Bosworth, Alice Eve, Henry Cavill und sogar Robert Downey Jr. gehören zu den Prominenten, die unter dieser Krankheit leiden. Das Gen für Heterochromie Iridium tritt in Morgans Familie auf, genauso wie das seltene Gen, das blaue Augen verursacht. Da die Zwillinge gemischtrassig sind und das Gen von der kaukasischen Seite der Familie stammt, ist Morgan sogar noch ungewöhnlicher, da diese Krankheit häufiger bei Menschen europäischer Abstammung und mit hellerem Hautton auftritt. Stephanies Freunde und Verwandte liebten die Bilder ihrer wunderschönen Tochter, die sie in den sozialen Medien veröffentlichte, aber der Instagram-Account hatte zunächst keine bedeutende Fangemeinde. Die Zwillinge wurden entdeckt und erlangten dadurch Berühmtheit, als das Foto True Blue Twins von Deontay Hunter, einem Sänger und Tätowierer, gepostet wurde. Die Leute begannen, ihnen zu folgen. Die Anzahl der Likes pro Foto stieg von ein paar Likes pro Tag auf über 2000 Likes pro Foto an einem einzigen Tag an, nachdem Deontay Hunter ein Foto der echten blauen Zwillinge gepostet hatte. Ein Bewunderer schnappte sich sogar das Foto vom Account und verwandelte es in ein College-Video, das dann vom Vater der Mädchen, Lavelle Knight, geteilt wurde. Er hatte keine Ahnung, dass das Video so beliebt werden würde, und erhielt in kurzer Zeit unglaubliche 6,6 Millionen Aufrufe. Die Zwillinge wurden zu einer viralen Sensation. Die echten blauen Zwillinge wurden im Internet populär, und jeder war von ihrer Reinheit und Schönheit fasziniert. Sogar der Komiker D.L. Hughley und die Schauspielerin Megan Good, die zusammenkamen, teilten ein Foto der Zwillinge mit ihren Followern. Die Eltern der echten blauen Zwillinge waren ebenfalls begeistert. Beide Prominenten gaben zu, große Fans der Zwillinge zu sein. Diese große Präsenz bot den Mädchen einen Sprungbrett für den Beginn ihrer Modelkarriere. Es ist bemerkenswert, wie schnell die Zwillinge an Popularität gewonnen haben. Obwohl sie lokal bekannt waren, dauerte es nicht lange, bis sie nationale Anerkennung erlangten. Die Schönheit und Individualität der Mädchen halfen ihnen, sich einen Namen zu machen, und ihre Eltern waren begeistert von ihrem Erfolg. Stephanie, ihre Mutter, erkannte jedoch, dass es wichtig war, ihre Töchter nicht zu etwas zu drängen, mit dem sie sich nicht wohlfühlten. Bevor sie professionelle Fotos von den Zwillingen machte, erklärte sie ihnen alles und fragte nach ihrer Zustimmung. Die Zwillinge entschieden sich dann, für ein paar Aufnahmen zu posieren und zu sehen, was passieren würde. Die Mädchen lieben es, die Stärke von Mädchen zu fördern und sind stolz darauf, erfolgreich zu sein. Sie tragen gerne Statement-Stücke und sind immer aufgeregt. Wenn sie als Models arbeiten dürfen. Ihr Vater, Lavelle, ist sehr beschützerisch und besorgt, was als nächstes passieren könnte, aber er möchte,
dass seine Töchter Spaß haben und gleichzeitig eine normale Kindheit haben. Die Eltern der Zwillinge hatten keine Nervosität vor der Kamera, da sie bereits viele Bilder von ihren Mädchen gemacht hatten. Die Zwillinge fühlen sich selbstbewusst vor der Kamera und versuchen immer, unterschiedliche Posen und Gesichtsausdrücke auszuprobieren. Die Zwillinge haben das Glück, liebevolle und unterstützende Eltern zu haben, die immer ihre besten Interessen im Blick haben. Während sie an Sichtbarkeit und Bekanntheit gewinnen, lehren ihre Eltern sie auch, bodenständig zu bleiben. Die Mädchen haben auch einen jüngeren Bruder, mit dem sie gerne Zeit verbringen und ihm neue Dinge beibringen. Die Familie genießt es, gemeinsam durch Philadelphia zu touren. Der Instagram-Account The True Blue Twins hat eine große Fangemeinde mit über 720.000 Followern. Viele Fans und Follower bitten häufig um Fotos mit den Mädchen. Stephanie betont jedoch, dass die Zwillinge immer freundlich und nett zu denen sind, die nach Fotos oder Lob fragen. Dennoch haben sie gelernt, es zu vermeiden, mit Fremden für Fotos zu posieren, es sei denn, sie fühlen sich wohl dabei. Die Instagram-Posts der Zwillinge erhalten tausende von Likes, und obwohl sie auf Instagram bekannt sind, genießen sie auch ihr Leben als normale Kinder. Stephanie betont, dass ihre kleinen Engel nicht zu schnell erwachsen werden und dass sie normalerweise gerne Dinge tun, die andere Mädchen in ihrem Alter gerne tun, wie sich schick anzuziehen und Süßigkeiten zu essen und verschiedene alberne und unterhaltsame Aktivitäten zu unternehmen. Megan und Morgan posieren viel für Fotos, wodurch sie leicht erkennbar sind. Sie sind noch so klein, dass sie ihren Ruhm nicht ganz begreifen, aber sie haben eine Vorstellung davon, dass ihre Eltern dafür gesorgt haben. Sie sind noch nicht alt genug, um ein eigenes Handy zu haben oder soziale Medien wie andere Kinder in ihrem Alter zu nutzen, was etwas ist, das die meisten Eltern berücksichtigen müssen. Die Zwillinge wissen, dass sie berühmt sind, denn sie haben ihrer Lehrerin davon erzählt und warten darauf, dass es auf YouTube neu ist. Ist das nicht absolut witzig? Sie haben eine große Fangemeinde und erhalten aufgrund ihres Erfolgs eine Menge Fankunstwerke. Sie lieben es, ihre Favoriten in den sozialen Medien zu teilen, wie zum Beispiel dieses von Malixi. Das macht Kindern viel Spaß, zu sehen, wie Leute sie zeichnen und welche Ausdrücke sie wählen, um sie darzustellen. Weihnachten war schon immer ein beliebter Feiertag für die Zwillinge, da es eine besondere Zeit ist, die sie mit der Familie verbringen und fröhlich sein möchten. Seit ihrer Geburt machen sie jedes Jahr ein Foto für ihre Weihnachtskarte, bei dem sie passende Kleidung tragen. Natürlich sehen sie in diesen karierten Outfits mit Weihnachtsmotiven umwerfend aus. Es versetzt einen wirklich in Weihnachtsstimmung, und wir können nicht genug betonen, wie süß sie sind. Obwohl sich beide Eltern gleichermaßen um ihre Erziehung kümmern, hat die Mutter zusätzliche Verantwortung in Bezug auf die Modelauftritte ihrer Tochter. Sie nimmt Anrufe und E-Mails von Personen entgegen, die die Zwillinge als Models buchen möchten. Allerdings weigert sie sich, ihrer Tochter bei der Bewältigung ihrer Modelaufträge zu helfen. Sie hat Spaß daran, diese Rolle zu spielen, da sie die besten Möglichkeiten auswählen kann, die ihrer Meinung nach von hoher Qualität sind. Der wichtigste Faktor in ihrem Leben ist,
dass sie und ihre Töchter glücklich und zufrieden sind, Spaß haben und gleichzeitig die sich bietenden Chancen nutzen. All diese Modelmöglichkeiten könnten sich in Zukunft positiv auf ihre Modelportfolios auswirken. Wendy Williams, die Talkshow-Moderatorin, hat auch Stephanie kontaktiert. Wir können nicht vorhersagen, wie die Zukunft für diese wunderschönen jungen Damen aussehen wird, aber eins ist sicher, sie haben alle mit ihren bezaubernden Instagram-Bildern begeistert und haben das Potenzial, berühmt zu werden. Wir sind auch zuversichtlich, dass wir in Zukunft noch viele echte blaue Zwillinge sehen werden. Ihre Eltern sind wundervolle, unterstützende Menschen, und wir wünschen ihnen alles Gute im Leben. Sie sollten glücklich und dankbar sein, so schöne Kinder und einen Sohn zu haben.